Hallo, mein Name ist Ulrich Berg-Johann. Ich bin Bläserklassenlehrer am ELG und möchte Sie heute über unser Bläserklassenprojekt informieren. Zum Anfang sehen Sie dazu eins unserer schönsten Ergebnisse aus dem Sommerwindkonzert aus 2019. Unsere jüngste Bläserklasse, die Bläserklasse 5, die haben erst seit 9 Monaten das Instrument in der Hand und schauen Sie mal, was die damit jetzt schon anfangen können. Viel Spaß damit! Warum machen wir das Bläserprojekt? Als einen der wichtigsten Gründe sehe ich, wir stärken das Selbstwertgefühl unserer Schüler. Was glauben Sie, wenn so ein Kind im Alter von 10 Jahren nach Hause kommt und es erlernt, eine Riesentuba zu handhaben und darauf zu spielen oder eine Flöte zu spielen mit diesen vielen kleinen silbernen Klappen und Löchern? Damit leisten wir einen Beitrag für eine nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler. Das Ganze beginnt mit dem Erlernen der Grundlagen eines Blasinstruments. Die Kinder werden unterrichtet in den Instrumenten Querflöte, Oboe, Klarinette, Alt- und Tenorsaxophon, Trompete, Horn, Posaune und Tuba und wir haben ebenso auch Schlagzeuger und E-Bassisten dabei. Am Anfang werden alle Kinder alle Instrumente durchprobieren und der Lehrer entscheidet dann, nachdem die Kinder ihre Wunschinstrumente Platz 1, 2 und 3 angegeben haben, welches der Kinder welchen Wunsch erfüllt bekommt, damit das Orchester einen schönen, runden Gesamtklang hat. Das dauert ungefähr 6 bis 8 Wochen und danach bekommen die Kinder ihre Instrumente zugeteilt. Wenn dann die Schüler ihre ersten Töne im Orchester spielen, dann klingt das am Anfang schon äußerst merkwürdig, aber der rote Faden ist schon zu erkennen. Und dabei kommen wir dann auch gleich auf die Stärkung der sozialen Kompetenzen, weil jeder von den Schülern merkt, dass es nicht genügt, wenn er alleine richtig spielt. Er muss auch zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen richtig spielen und alle hängen davon einander ab, dass das Ergebnis dabei gut wird und sie machen dabei die Erfahrung, dass nur im Team man erfolgreich sein kann und nicht als hervorragender Einzelkämpfer. Die sozialen Kompetenzen unserer Bläserschüler zeigen sich besonders am Tag der offenen Tür zum Beispiel. Da nämlich kommen interessierte Eltern mit ihren Kindern zu unserer Schule und die Kinder interessieren sich für Blasinstrumente. Wie Sie auf dem Bild sehen können, haben dann unsere Schüler aus der Bläserklasse 6 die Aufgabe, allen Kindern das Spielen auf ihrem jeweiligen Instrument zu zeigen. Und es ist unglaublich, wie toll es denen gelingt, dass wirklich fast alle Kinder auf fast allen Instrumenten bei dem Besuch einen Ton herausbekommen. Das ist soziale Kompetenz. Sogar in den Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir es mit den Bläserklassen geschafft, weiter das Bläserprojekt durchzuführen. Wir sind dazu einfach ins Freie gegangen und haben in wunderbarem Sonnenschein bei Wind und Wetter mit gebührendem Abstand immer noch hervorragende Musik gemacht. Was Sie hier sehen, ist die Bläserklasse 7. Viel Vergnügen! Zur Stärkung des Wir-Gefühls trägt ganz maßgeblich auch unser Bläserklassenworkshop bei. Da fahren ca. 180 Schüler mit ihren Betreuern für 3 Tage in die Jugendherberge nach Oberwesel und erarbeiten dort das Musikprogramm in 4 verschiedenen Gruppen für das große Sommerwindkonzert, was am Schuljahresende stattfindet. Dabei können die Kinder insbesondere auch bei den anderen immer lauschen, was die denn so spielen. Und die Kleinen können von den Großen lernen und die Großen wieder das Gefühl bekommen, wie es war, als sie am Anfang gewesen sind.
Insbesondere erarbeiten dann alle gemeinsam die Zugabe. Und beachten Sie bitte, dass bei der Zugabe die Kinder keine Noten stehen haben. Das heißt, die Zugabe wird auswendig gespielt. Eine der Stärken des Bläserprojekts ist es auch, die kognitiven Fähigkeiten der Schüler zu verbessern. Sie sehen auf dem Bild die Partitur aus einem unserer Stücke, in dem Fall aus West Side Story von Leonard Bernstein. Und da haben wir den Titel Cool gespielt. Und Sie sehen, dass es überhaupt nicht so cool ist, so einen Notentext in Musik umzusetzen. Aber das ist den Bläsern aus der Bläserklasse 8 und der Bläser AG ziemlich gut gelungen. Hören Sie selbst. Das Bläserklassenprojekt umfasst für die ersten beiden Jahre die Klassen 5 und 6 und kann dann auf Wunsch auch in den Klassen 7 und 8 weitergeführt werden. Da können dann auch andere Schüler, die ein Instrument spielen können, was dem Niveau der 7. Klassen entspricht, dazustoßen. Und nach der 8. Klasse können die Bläser unter anderem auch in der Bläser AG weiterspielen. In den ersten beiden Jahren erheben wir einen Bläserkostenbeitrag von 23 Euro monatlich. Darin enthalten sind Anschaffungskosten und Wartungskosten für Instrumente, ebenso wie Anschaffungskosten für Noten und andere Materialien. Obligatorisch ist ebenso die Teilnahme am dreitägigen Bläserworkshop, die ungefähr 85 Euro zurzeit kostet. Und zur Vertiefung der bläserischen Fähigkeiten bieten wir alle zwei Wochen nachmittags eine Doppelstunde Unterricht an, damit die Kinder das Instrument besonders gut erlernen können. Die Wahl des Bläserprojekts ist bei uns mit allen anderen Schwerpunkten frei kombinierbar. Und wer das Bläserprojekt erfolgreich beendet hat, kann sich dann gerne in anderen Projekten wie Rock AG, Big Band und Bläser AG einen musikalischen Platz suchen. Jetzt zeigen wir Ihnen unsere Big Band, die am Sommerwindkonzert wie jedes Jahr den Abschluss und den Höhepunkt darstellt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir Sie oder Ihre Kinder demnächst sowohl als Zuschauer als auch als Musiker auf der Bühne, demnächst in unserer Schule. Zum Schluss noch einen Appetit haben, wie es werden kann, wenn dann hinterher 220 Musiker auf der Bühne eine Zugabe spielen. Viel Spaß damit! Auf Wiedersehen!